So Leute, und damit herzlich willkommen nach langer Zeit zu einer neuen Folge von Minecraft Course. Mal wieder mit dem Paradox. Hallo. Und ja, wird jetzt erstmal noch mal eine kleine Umstellung, da wir ja vor längerem dann eben nur Zombies noch gespielt haben, statt Course. Ja. Und ja, darin müssen wir uns jetzt erstmal wieder ein bisschen gewöhnen. Vor allem, wenn auf dieser Map jeder runterfällt, ich auch. Ernsthaft, ich bin gerade die vierte Person aus unserem Team, die nacheinander stirbt, weil sie runtergefallen ist. Aber ich glaube, hat der einen Block vor mir gesetzt? Ich weiß es nicht mehr gerade. Ich glaube aber, ich bin einfach runtergelaufen. Ja. Ja, gönnen sich jetzt die Dias. Die Gegner? Mhm. Ja, ich sehe es gerade. Die Hand zittert wie bekloppt. Ja, die sind halt aber auch drei Leute in der Mitte jetzt noch. Eben waren es vier, einen habe ich bekommen. Linke Maustaste wird gespammt. Penetriert. Ja, penetriert, genau. Sagen wir es einfach so, wie es ist. So, jetzt müssen wir das halt nur noch hinbekommen, dass wir die Mitte mehr oder weniger frei bekommen. Beziehungsweise wenigstens einen von denen killen. Oder zwei, der, oder drei, oder alle. Der mit dem Regenbogen-Skin, das Gesicht Regenbogen-Farm ist, der hat die Dias. Der Akinator. Ist der in die Basis gegangen? Ich weiß es noch nicht. Ich hab's nicht gesehen. Ich hab ne angehittet und dann war er. Bin ich halt gestorben. Wahrscheinlich. Ja. Wir sind gerade beim Frontcore, beziehungsweise ich mit einem Teammate. Komme. Ich habe nur das Gefühl, wir können den nicht halten oder bekommen. Ich versuch's natürlich trotzdem. Obwohl, ihr habt mich zugebaut, sehe ich gerade. Jawoll! Ah. Guck. Ah. So. Wenn ihr mich jetzt da noch rauslässt, dann helfe ich euch auch. Ja gut, ich glaube, wir rocken die Runde gerade. Wir sind gerade mit vier oder fünf Leuten ganz vorne bei denen. Ich meine, die mögen zwar Dias haben, aber anscheinend haben sie nichts weiter als Dias. Sieht so, als hätten sie den Skill nicht in der Tüte gebucht. Naja, die verzaubern einfach nur einen Großteil des Teams. Ja, also habe ich nichts gegen einzuwenden. Bedeutet mehr Gewinn für uns. Okay, von uns ist einer schon oben. Ah, schade, ich hab gedacht, in der Chest wäre. Ach so. Ich hab gedacht, in der Chest davon dran wäre, wären Dias, aber leider war dem nicht so. Ich baue ab, bitte gib mir Deckung. Ich hab's. Nein, ich schaff das nicht. Da sind vier Leute oben. Du musst ihn nur aufhalten. Ich hab einen gekillt, aber dann war ich selbst tot. Ja, jetzt. Ja! Jawoll! Also das war mal eine richtige Speedrunde. Dreieinhalb Minuten. Leute, GG! Also richtig ist GG. Ja, das wir war waren ja noch nicht mal mit einem Courseline oder so im Team. Wir haben einfach nur ein gutes Teamplay gehabt. Ja, wir haben es gerockt, die Runde. Dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich in der nächsten. So Leute, sind wir auch schon in einer weiteren Runde auf der Map Football. Sieht man da im Hintergrund auch gut. Und wir machen auch direkt mal weiter. Pass auf, da ist jemand in der Mitte vom gegnerischen Team. Also nicht nur einer. Hab ich keine Angst davor. Nö. Oh, jetzt schießt er mich ganz ordentlich an. Ich geb mir ein bisschen auf die Ja, okay, wir haben ein paar. Also noch keine okay, den lasse ich mal. Okay, sie laufen auf beiden Seiten durch. Ich habe gesehen, du kümmerst dich um die eine Seite, dann kümmere ich mich um die andere. Nein! Shit, ich habe gedacht, ich schaffe den Sprung. Shit, jetzt haben wir vermutlich wegen meiner Leichtsinnigkeiten den Chor verloren. Ja. Scheiße. Das war knapp. Durch. Verdammt, wir haben gerade fast die Runde verloren schon.
Ja, jetzt müssen wir da rein, sonst ist die Runde wirklich verloren. Ich bin schon einmal reingelaufen. Die Runde ist verloren. Ich bin gerade gestorben, einfach. Du weißt schon, wir haben noch alle beide Cores. Echt? Das andere war vom gegnerischen Team. Ach so. Und rechts geht's im Moment gerade gut. Wir müssen halt jetzt gucken. Das habe ich schon gesehen, dass es dem anderen Core noch gut geht. Ist dann noch da? Nee, gut. Vielleicht sollte man sich hier irgendwie mal jetzt um die Dias kümmern oder um irgendwas halt. Dias habe ich schon ein paar Stück abgenommen. Ja, in die Basis bringen halt, damit die sie nicht haben und damit wir so eine kleine Rücklage haben. Weil ich bin zufrieden mit allem, was die nicht haben. Okay, ich bin down. Und das beim Dias abbauen. Ist aber jetzt nicht so tragisch. Ich brauchte die Dias ja nicht. Da kommt wieder jemand zu unserem ehemaligen Chor, aber der ist ja schon weg, der Chor. Der Chor ist verschwunden. Ah, verdammt. So, ich nerve mal ein bisschen die Leute hier. Die sind ziemlich gut, auch im Real Life. Kann bestimmt einige Leute bestätigen. Komm Junge, ich geb dir Deckung. Ja, okay, im Down war aber nicht so schlimm. Die zwei Dia-Blöcke im Inventar sind jetzt eben weg, aber damit ist auch kein einziger Dia mehr auf dieser Map. Oder ist oben in diesem Football ist da was drin? Ich hoffe nicht. Komm, das Booster abbauen auf dem, bei deren Whitecore. Komm, das kann er vielleicht schaffen. Schafft er bestimmt nicht. Aber wir rennen dem gerade. So, ich hab grad den Verzauberungstisch. Komm am besten mit auf den Leftcore. Nice! Ja, ich war schon da gewesen, deswegen. Nein. Also ist nicht. Also stimmt, GG habe ich ja schon gerade geschrieben. Aber ich fand auch den Namen von dem einen ziemlich kreativ. Too fat for Knockback. Ja, cool. Also manche Leute sind schon ziemlich kreativ, muss man ihn lassen. Andere haben ziemlich weirde Namen, aber das ist nochmal eine andere Story. So Leute, da sind wir auch schon in der nächsten Runde von Kors. Ich laufe dann direkt mal los. Diesmal bin ich nämlich ganz pünktlich, für mein Verhältnis auf jeden Fall. Und da hinten kommt schon der erste Gegner. Ja, und ich habe irgendwie so ein gutes Gefühl. Ah, Mist. Erstmal schön Fallschaden gegönnt. Ah, ich habe jetzt ein anderes Texture-Pack drin, wegen der 1.3. 1.13. Ja. Der ist gerade Spieler. Bisschen ungewohnt. Müssen wir auch noch ein besseres Texture-Pack suchen. Nein! Oh Gott. Huh, das war knapp. Hör auf, Bo. Ist mir egal, ob du jetzt Bo spammst. Ich gehe da jetzt einfach rüber. Ah, den habe ich nicht gesehen. Pass auf, da ist einer bei dir. Bei mir? Wo? Achso, du bist hier. Ja, ich hab gedacht, du wärst vorne bei mir gewesen. Ja, die ganze Zeit mit dem Bogen gespammt. Das ging mir auf die Nerven. Oder sie. War nicht nur dir. Und noch mehr Blauer. Hoch heißt das da. Aber. Der ist einfach runtergefallen. Das war lächerlich. Da kommt wieder einer zum Chor. Ja, Spam, du drauf, ich. Ja, okay, tschüss. Du hast ihn schon. Ich baue mal die Dias ab, weil da war gerade einer, der die Dias abbauen wollte vom Gegner. Ach, da sind auch schon alle weg. Ich vermute, die haben schon welche. Ach nee, einer von unserem Team hat Dia-Rüstung. Und ich würde sagen, bei dem läuft. Ich baue mich mal schnell hier rüber. Ich muss jetzt aber mal hier weg. Mit 2,5 Herzen kämpfe ich nicht gern gegen die Menge von Gegnern.
Bist du das da hinten beim Chor? Ja, ich bin das bei dem Chor. Okay, wir sind auf dem Weg. Mario. Verdammt, jetzt. Bei der zweiten. Na, Mist. Ich habe das Gefühl, bei der 1.13 dauert das Wiederbeleben länger. Ich bekomme dann immer ein Joining World Screen angezeigt, der sonst eigentlich nicht dabei ist. Ah, der kriegt mich, scheiße, hilf mir. Ich baue dich ein. Okay, komm. Achso, Mist. Ja, ich regeneriere leider nur langsam. Das ist vielleicht ein kleines Problem, Leute. Sorry, dass ich so still bin die ganze Zeit, aber... War ein langer Tag. War ein langer Tag für mich. Okay, das kriegst du aber hier hin. Ja, sehr gut. Gut. So, So, jetzt... Der eine rennt jetzt weiter zu unserem Chor, okay. Aber... Ja, den kriegt schon irgendjemand. Ich versuche mal hier rüber zu gehen zu einem, der in der Mitte hier steht, damit ich vielleicht danach rüber kann zum anderen Chor. Nicht, dass ich den jetzt schon bekomme, denke ich mal, aber... Man kann ja... Eben, um schon mal so ein bisschen Druck auszuüben. Ah, verdammt, der ist doch rübergekommen. Zum Chor. Aber solange er nicht abbaut, ist ja alles okay. Einzeln sind die ja alle nicht gefährlich. Nein, jetzt hat er mich aber runtergeschmissen. Ah, wie macht man das? Wie krieg ich den? Ah, Mist. Den habe ich dann nicht mehr bekommen. Ich muss den wegspammen. Die sind auch beim anderen Chor. Ja, ja. Left, da. Achso, aber das ist der Left Chor. Achso, okay. Ha, Kill gestealt. Ja, ich seh's grad. Dich hab ich eben schon gekillt. Boah, guck dir mal den Chor an. Die Wände. Ist der zugebaut? Randvoll, ja. Der ist runtergesprungen und ich fall nach. Bist halt tierisch solidarisch. Ja, ja. Also ich und bin sogar zu den Feinden ist schon nett. Wieder jemand. Nee, nicht mehr. Aber gleich wieder. Rennt da die ganze Zeit immer wieder und immer wieder hin. Weggestammt. Ja, ja, der dran mit da unten Klasse. Baut sich jemand entlang. Jetzt wird er gesandwiched. Das wäre dann schon wieder ein guter Kill gewesen von mir. Also dafür, dass ich ein bisschen tollpatschig bin und der Tag heute echt lang war. Nein, bin ich ganz gut in der Performance. Du warst ja auf der Frankfurter Buchmesse. Ja, ich würde sie eher als Buch- und Cosplay-Messe einstufen. Ja, Harry Potter. Habe ich nicht mitbekommen, aber... Aber nicht nur Harry das. Potter. Nicht nur das, da waren unglaublich viele Cosplays. Und Leute, ich habe Switch angetestet. Ich habe nämlich noch keine Switch, aber es war echt geil. Warum hat die Switch da, beziehungsweise Nintendo Stand da? Ja, Nintendo hatte unter anderem einen Stand. Also, die Cosplay-Halle hieß zwar Cosplay-Halle, aber es gab halt auch Sachen zu Serien und Spielen und dann halt auch Retro-Konsolen und die Switch. Da standen so, waren so fünf Stände mit Switches und nebendran eine Wii U, die so einsam vor sich hingestanden hat. Mittendrin ist die Wii U danach noch abgeschmiert. Oh Gott. Damit war dann komplett bestätigt, die Wii U ist raus. Das war ein symbolischer Akt. Ja. Aber nee, ich habe Mario Kart 8 Deluxe gespielt. Ich habe
das neue Mario Party angetestet. Und es war echt cool. Muss ich lassen, ND-Cube, gutes Mario Party. Bis auf die viel zu kleinen Maps. Ja, also Schritt für Schritt. Ja. Sie brauchen noch ein bisschen was. Wieder zurück. Ich würde sagen, sie haben sowieso allein, um diesen Schritt schon zu gehen, alle alten Mitarbeiter gefeuert und neue eingestellt, aber vielleicht schaffen sie es ja noch, das mit den Maps und so weiter. Ich meine, designtechnisch sieht es schon ganz gut aus, es ist nur noch nicht so von der Map-Größe und von den Items ist es noch nicht so perfekt, aber es hat sich schon sehr vieles getan, damit es überhaupt so weit kommt. Ach ja, und ich habe natürlich noch Super Mario Odyssey gespielt. Oh, ich habe gerade heute, mir Nintendo Direct angeschaut. Und war auch ein ziemlich netter. Die ist jetzt eine Woche oder so raus. Ja, ich weiß. Und ich habe beim Anblick von neuen Spielen, die kommen werden, einfach tierisch die Switch bekommen. Ja, es ist echt krass. Vor allem, ich hab halt gedacht, dass vor allem Leute mit großen Händen mit der Switch Probleme haben könnten, aber es war echt total angenehm. Also, ich hatte überhaupt keine Probleme. Also, ich würde sagen, mit, da bin ich jetzt komplett runtergefallen, aber mit so einem Standard-Controller, wenn man auch mal über Emulatoren alte Spiele spielt, beziehungsweise aufnimmt, wenn man eben eine alte Konsole schlecht aufnehmen kann, dann eben mit einem Nicht-Nintendo-Controller spielt und das dann vergleicht mit den Switch-Joy-Cons, sind die Joy-Cons besser. Und das, obwohl sie so klein aussehen und so unförmig für ein Rennspiel vielleicht, es spielt sich unglaublich gut. Und ich habe Gefühl... Nee, das aber lag nicht. Ich hatte gerade nur kurz das Gefühl, weil alle Gegner auf einem, also auf verschiedenen Punkten einfach stehen geblieben sind. Aber es hat sich wirklich gut gespielt. Es gab auch viele Retro-Konsolen zum Spielen. Also für dich weniger eine Buchmesse oder was? Also es war schon größtenteils eine Buchmesse, aber ich habe mich eben im Gaming-Bereich aufgehalten. Es war schon ziemlich cool. Also sie hatten jetzt nicht die Originals, aber sie hatten die Mini-Konsolen, also die Classic-Konsolen von Nintendo, SNES und NES Mini oder Classic Mini und den N64 und so weiter. Halt unglaublich viele Switches, da standen irgendwie 15 oder so von denen rum zum Antesten. Da waren auch dann manchmal so Schlangen von 20 Leuten bei so einer Switch. Das war aber halt verständlich. Mhm. Was ich jetzt nicht so verstanden habe, da war zum Beispiel... Oh, wir haben die Runde gewonnen. Da waren zum Beispiel, das will ich noch kurz zu Ende erzählen, Eltern mit ihrem Kind, mit ihrer Tochter und die hat dann dort eben auf der Switch gespielt und hat die Mutter halt gesagt, also spielst dann doch lieber zu Hause auf dem Sofa Switch und habe ich mir so gedacht, okay, warum kommst du auf die Messe mit deinem Kind, um Switch zu spielen und lässt es nicht einfach dann zu Hause gerade dann spielen? Ich musste nicht alles verstehen. Und was ich auch noch cool fand, auf der Switch sind ja jetzt im Grunde wieder alle möglichen Titel vereint, die es schon lange gibt und von vielen Leuten gehypt sind. Und vor allem die möglichst besten Titel wie Mario Kart 8 Deluxe. Eins der besten Mario Karts, ich glaube, da kann keiner was gegen einwenden. Zelda Breath of the Wild ist auch eins der besten Zeldas, genauso wie Mario Odyssey auch ein sehr, sehr gutes 3D-Mario ist. Dann habe ich da auch... Mario Galaxy. Ja, klar. Es gibt immer Leute, die was zu sagen haben. Aber es ist im Grunde so, dass nach dem GameCube oder mit dem GameCube, glaube ich, das somit beste gesamte Angebot, was man insgesamt von Nintendo bekommen kann. Und da waren... Ja, genau, weil es eben so gut verkauft wird, auch viel, viel besser als der GameCube halt.
waren zum Beispiel so ein, waren auch Erwachsene da gewesen, so Ü40 würde ich sagen, die haben dann auch, nachdem sie dort Switch angetestet haben, wirklich, haben sie sich dazu entschieden, sich auch eine Switch zu kaufen. Ja. Da cool. Sieht man halt wieder die Leute, die vielleicht schon früher irgendwas mit Gaming zu tun hatten oder jetzt vielleicht auch in die Sparte reinrutschen, dass gerade für die so ein bisschen Antesten von der Konsole schon was echt Cooles ist. Und ganz ehrlich, kann ich nur zustimmen. War echt schon geil. Aber Leute, ich will euch nicht zu sehr zureden, damit... Wir können darüber irgendwann anders mal in einem Part sprechen oder auch irgendwann in einem Livestream. Lasst mir ein Abo da, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Ein Like, wenn euch der Part gefallen hat. Und ciao! Yeah.